Denn der macht hier mächtig Dampf auf, Gideon of Egypt. Letztes Jahr 5 Rennen in Hooksiel gewonnen, ein Grasbahn-Spezialist. Und davor hat er hier in Rastede gewonnen. Jetzt kämpft er um den Sieg. Everglide Rapida außen, Gideon of Egypt. Aber Everglide Rapida zieht wieder durch. Everglide Rapida gewinnt dieses Rennen vor Gideon of Egypt, vor Nordic JC, vor Ramazzotti Diamant und vor El Raoul. I have worked with my brother for 2 years, and I'm currently working at the stable of Basque Rebas, where I'm getting the chances to drive horses like Everglide. So, Also Mats ist ein Bruder von Rick Wester, der hier in Deutschland schon ein bisschen bekannter ist. Sie haben bis vor 2 Jahren zusammengearbeitet. Jetzt ist er am Stall von Bas Krebers, auch eine Top-Adresse in den Niederlanden und ist da bestens zufrieden. Und wir haben es ja gesehen an Everglide Rapida, was für gute Pferde er da zu fahren bekommt. Congratulations for this win. See you next time in Rastede and have a good trip at home. Thank you. Also, guten Weg nach Hause für Mats Wester. Die letzte Siegerparade heute. Und dann sind wir durch und Everglide Rapida, der kann noch zweimal rumlaufen, der ist richtig fit. Of Egypt und Innen ist ready to rumble, dicht auf, der aus der zweiten Reihe richtig gut weggekommen ist. So geht's die Gegenseite entlang, da bricht Everglide Rapida die Attacke auf den führenden Nordic JC. Innen ready to rumble, jetzt sogar in der dritten Position, daneben geht dann Gideon of Egypt, Donovan Nork ist der Fünfter. Aber alle hier noch dicht geschlossen am Ende des Feldes. Da ist im Moment Colza Digers unterwegs mit Nemo, der Programm Nummer 4, der diesmal glatt ins Rennen gekommen ist. Es geht wieder vor die Tribüne und da fühlt Everglide Rapida nochmal vor beim führenden Nordic JC, der weiterhin nicht gewillt ist, das Kommando abzutreten. Das ist ein Rennen, in dem es unterwegs schon mächtig zur Sache geht. Wenn zwei sich streiten, wer weiß, wer der Dritte ist, der sich vielleicht freut. Nordic JC bringt das Feld auf die Schlussrunde. Everglide Rapida außen daneben. Dann haben wir in der dritten Position Ready to Rumble, begleitet von Gideon of Egypt. LKD Poi, die Programm Nummer 1, ist innen in der fünften Position zu sehen. Daneben haben wir dann Donovan Nork. So wird zum letzten Mal die Gegenseite angesteuert. Neues Schlusslicht ist jetzt El Raoul mit Kati Bär. 700 Meter noch bis zum Ziel und jetzt scheint Everglide Rapida den Widerstand von Nordic JC endgültig gebrochen zu haben. Gideon of Egypt setzt nach. Diese Pferde können sich ein bisschen absetzen, aber Nordic JC, das ist ein Kämpfer, der zieht immer wieder an. Doch jetzt muss er endgültig passen. Everglide Rapida ist an der Führung jetzt zu sehen an der Spitze und außen kommt Gideon of Egypt und das könnte er sein, der lachende Dritte, der sich lange genug diesen Zweikampf angeschaut hat, denn der macht hier mächtig Dampf auf, Gideon of Egypt, letztes Jahr 5 Rennen in Hooksiel gewonnen, ein Grasbahn-Spezialist und davor hat er hier in Rastede gewonnen, jetzt kämpft er um den Sieg, Everglide Rapida, außen Gideon of Egypt, aber Everglide Rapida zieht wieder durch, Everglide Rapida gewinnt dieses Rennen vor Gideon of Egypt, vor Nordic JC, vor Ramazzotti Diamant und vor El Raoul.